kann Gedanken lesen, du kleiner Kackhai. Das haben wir wieder vorgehabt. Ich habe ihn auf unser Rev zuschwimmen sehen und dachte mir, der beißt jetzt. Bin hingelaufen und stand hier schon mit Speer und dann hat er genüsslich reingebissen und hat sofort den Speer in die Nase gekriegt. Was ein Idiot. Ich sage dir, was ein bekloppter Vogel, du. Naja. Dabei ist er noch nicht mal ein Vogel, aber er ist bekloppt. Der ist bekloppt, bekloppt, bekloppt. Na la la la. So. So. Beide zeitgleich haben so gesagt. Aber diesmal hat sich ja wirklich was am Raft getan, ne? Menschenskind. Absolut. Guck mal, wir können große Fische machen. Da kannst du dreimal von fressen von einem Fisch. Von den großen. Also heute waren wir sehr erfolgreich auf dem Floß. Auf dem Raft. Wo sind denn die Samen hingekommen? Blumen und Samen? Letzten. Ja. Oh, du hast sogar meine Farbsortierung beibehalten. Oh, bist du süß. Nur für dich, Baby. Boah, er hat sogar die kleinen, also mittleren und großen Samen übereinander gelegt. Oh, wie geil ist das denn? Ja, jetzt nur die Frage mit deinem Samen, ne? Ja. Das machen wir gleich außerhalb der Aufnahme. Ey, wir haben jetzt ein komplettes Lager voll mit Holz. Was sagst du denn dazu? Und ich habe nur 3 Stacks voll in meinem Inventar. Sehr gut. Holz kann man immer gebrauchen, habe ich gehört. Ja, wir haben jetzt auch das Lager voll mit Palmblatt. Wir können große Fische machen. Oh. Wir haben auch fast 2 Truhen jetzt voll mit Plastik. Das ist ja ein Traum. Ein richtiger Traum ist das. Ja, ja. Ich brauche 1 Scharnier und 3 Schrott. Ah. Wo war denn nochmal der Schrott? Hier. Ich will jetzt hier die nächste Insel ansteuern. Ja, wenn Mensch. Du eine findest, dann mach. Ja, würde ich sofort. Finde aber keine. Verdammt. Kommt bestimmt noch. Ja. Ganz bestimmt. Ja, was sind deine Pläne jetzt noch? Oder sagst du, nee, ich muss ja noch was mit zu Ende bringen? Also ich wollte eigentlich nur noch eine Kiste tauschen. Ja. Und zwar, haben wir da irgendwo Platz für Steine oder so? Ich habe auch noch 1 Stack Steine, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwo noch Platz haben. Kann aber sein, dass wir doch Platz haben. Wer weiß. Klar haben wir Platz. Wo kein Platz, wird Platz gemacht, ne? Richtig. Wir haben jetzt sozusagen 2 Steinkisten. Mhm. Das ist doch schon mal eine Ansage. Kannst du mir eventuell einmal aushelfen? Ja, klar. Und zwar das letzte hier aus der Kiste rausholen. Dann baue ich die eben ab und stelle da eine große wieder hin und dann räumen wir es wieder rein. Ah nee, die müsstest du übrigens auch abbauen, weil ich habe absolut keinen Platz mehr. So, pass, up, weg ist er. Stell die rein, ne, die Kiste. Ja, die brauchen wir nicht mehr, sondern ich habe jetzt hier eine große Kiste gewollt, dann können wir hier... haben wir viel mehr Platz für unsere Lebensmittel, weißt du? Mhm. Also für die fertigen Lebensmittel, so. Müssten wir nicht auch Wassermelone haben? Ach, die hast du, genau. Stimmt ja. Würde ich dann auch einfach gleich wieder reinlegen, sobald du sagst, kannst du reinlegen. Kannst du reinlegen. So, liegt. So, Fische liegen auch drin. Wie geil, wie wir vorkommen. Na, das finde ich super. Macht mich einfach stolz.
Das ist eine Insel, das ist eine Insel! Wo, wo, wo? Ich steuere genau drauf zu. Scheiße, müssen wir paddeln. Weil in die Richtung funktioniert das nicht. Da findet keine Strömung statt. Mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Penner, ey. Ich hatte dir fast den Fuß gestochen. Aua. Schon gedacht, was war da doch? Was hat gepiekst? Jetzt kannst du dir ein schönes Fußpiercing machen, weißt du? Machst du dir so ein Prinz Albert einfach an den kleinen Zeh oder so. Mach ich. Du besitzt ja einen, den kannst du ja abmachen. Genau. So. Ob er weiß, wovon ich rede? Nee, keine Ahnung. Dann gib das doch mal in die Google-Suche ein. Ja, nicht mehr jetzt. Nee, nö. Heute noch, vorm Einschlafen. Nee, irgendwie habe ich jetzt Angst. Nein, nein, nein. Kannst du mal ein Ruder, hier so ein Paddel bauen? Ich komme da, glaube ich, mit meinem nicht mehr hin. Paddel, 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 herstellen, ja. Hab ich gemacht. Kann man dir das jetzt irgendwie rübergeben? Nö, du kannst jetzt paddeln. Ich habe 10 geworfen. Nein. Doch. Ich habe Arm. Nee, ist genau dein Job. Ich habe dir einen Paddel dahin geworfen. Gebaut, hingeworfen. Ich mache wieder meinen Job mit dem Anker hier. Das ist ja dann wieder die perfekte Situation zum Beenden der Folge. Ich sag mal, das haben wir drauf. Wir haben es einfach drauf. Ja. Was machst du da? Ich positioniere mich besser. Kannst du mal mit dem Segel ein bisschen Vorschub geben? Ja, krieg ich hin. Nur so ein bisschen, weil dann muss ich das nicht paddeln. Ich habe so das Gefühl, ich paddel gegen das... So. Du bist noch am Segel? Naja, ich achte darauf, dass wir gleich wieder sofort umschlagen. Perfekt. Wie sieht's aus? Perfekt eigentlich. So. Ja, kannst du lassen. Kommen wir mit der Treppe. Wir sind ja mit der Treppe noch gar nicht richtig, oder? Bitte, wir segeln wieder weg. Ja, ja. Warte, ich versuch's. Aber aktuell sieht's gut aus von hier aus. Ganz sicher? Ja, ja, schafft man. Wenn man nicht so wie ich auch mal einfach springt. Ja, dann setz Anker. Dann Ruder dagegen. Ich hab schon. Ich hab schon. Wahrscheinlich sind wir deswegen auch wieder zurück, weil du gerudert hast wie ein Wahnsinn. Nein. Sowas würde ich nie machen. Ja, ich würde ja sagen, guck dir einfach mal an, wie die grundsätzliche. Aber dann meinst du wieder, ich wäre ein Arsch und so. Na, meine nicht, das weiß ich. Ja, ja, so ist das Leben. Na gut. Wie hat's dir heute gefallen? War da mal super erfolgreich, oder? Absolut. Absolutely. Und ich bin auch froh, dass ich nicht so blöd bin, einen rohen Lachs zu fressen oder so. Na, nee, das hast du bestimmt nicht gemacht. Das glaube ich. Weiß ich und glaube ich. Oh, hier hat einer was hingestellt und nicht aufgefüllt. Du hast die Getränkedinger hier nicht aufgefüllt. Die Klappe. Nö. Du warst das. Du. Du hältst die Klappe jetzt. Kleine Arschmade. Aber eine tolle Made. Made zum Mitspielen. So. Okay. Haben wir das nämlich auch erledigt. Ja, also ich fand's heute super, weil das war ja... Wir haben was geschafft, oder? Kann man nicht anders sagen. Also das Rap, das sieht auf einmal so klasse aus. Hier ist richtig Fläche. Was könnten wir hier für Sexspiele drauf machen? Machen wir alles noch. Aber das machen wir nicht in der Aufnahme. Das soll schon aber, im Kopf gehen. Und selbst bleiben. Wenn wir es in der Aufnahme machen, nicht in dieser. Genau, also bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Raft mit Fettelpi alias Fusselito alias mein Baby und bis der dann. Nummer 1 Gorilla. Also, macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Oh.
Oh, guten Morgen, Fussel. Hallöchen und ahoi auch an die Zuschauer. Wo sind wir? So, was? Wie? Wo? Was? Ja, Scheiße, ich habe gedacht, ich hätte es nur geträumt. Wir sind ja wirklich auf dem Raft. CHCI3 ist stark, ich weiß. Ach, hallo Gorilla. So! Ja, die Apokalypse ist hinter uns. Wer ist hinter uns? Die Apokalypse. Die Welt ist untergegangen. Der ist die Ausgeburt der Apokalypse, ja. Ja, das ist ein Mega-Shark. Ja. Oder Sharknado. Megalodon. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Film ist, aber die ich aufgezählt habe, waren alles ganz verrückt trashige Hai-Filme. Mhm. Sharknado? War der nicht auch mit Dingens hier, mit... ja, David Hasselhoff. Richtig. Du kennst dich ja aus. Und ich habe die Scheiße nie geguckt. Ja, sollte man auch nicht. Du? Hä? Wir waren noch nicht auf der Insel, ne? Nein. Okay. Wenn du da drauf... Ich hab's schon gesehen. Ich hab's genau gesehen. Also du kannst dich da nicht rausreden, was da passiert ist. Was denn? Ja. Ich hab fast nichts gemacht. Aus dem Untergehen. Ja, mein Gott, ne? Ein bisschen schonend ist immer. Eben. So. Du hast alles im Griff, sagst du? Weil ich quasi irgendwie Ansatz mein Inventar leer kriege, weil ich schon wieder so viel dabei habe. Ich finde das gut, dass du dein Problem mit Discord auch nicht im Griff hast. Irgendwie kommt das aber auch immer nur, wenn wir spielen, weil wir haben ja jetzt ja vorher 10 Minuten geschnackt und hast nichts gesagt. Ne? Und wenn wir spielen, dann kommt das. Aber jetzt kommt das, genau, weil jetzt wahrscheinlich dein Computer überlastet ist. Vielleicht brauchst du einfach einen neuen Rechner. Bescheuert, wenn dann ist mein Internet überlastet, aber nicht der Computer. Doch. Kauf dir mal einen neuen Rechner, komm. Mhm. Sei mal ein liebesartiges Gorillachen und kauf dir doch mal für 17.000 Euro einen neuen Rechner. Biss, weil du das brauchst. Ach ja, das wäre auch nicht schlecht. Hau ich dich um. Er beißt. Komm her, du Penner. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich hab ihn umgebracht. Geh ins Wasser schwimmen. Oh, sorry, aber jetzt, ich konnte es nicht zurückhalten. Ja, leg dich nicht mit Gorilla und Fusilito an. Nee. Da wirst du mal eben unter Wasser abgeschossen. Das ist aber nicht so schlau, was du gemacht hast. Das weißt du, ne? Ich wusste doch nicht, dass er direkt stirbt. Ach, du bist halt ein Mörder. Aber ich bin überhaupt nicht vorbereitet, weißt du? Das ist das Problem. Denkst du, ich bin vorbereitet? Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, mal eben alles abluten. Ist doch klar. Du machst wieder unten rum und ich mach oben rum. Wie immer. Du sagst es, Baby. Na, das Problem ist, dass mein Haken auch bald kaputt ist, weißt du? Oh, ey, ich ja, höre nur Mimi. Ja. Nee, es muss nicht immer alles korrekt sein. Jetzt heul nicht rum. Mach einfach. Nee, so nicht. Doch. Ich genau hab außerdem so Hunger. Deine Figur? Ja, der andere hat gegessen. Da hast du ja gesehen, was ich gegessen habe. Mhm. Es sah sehr, sehr lecker aus. Mhm. Really, really lecker. So, komm, wieder hoch an. Bisschen Sauerstoff tanken und wieder runter. Aber warum gehst du auch aus der Aufnahme und hast Hunger und Durst? Also, was? Hä? Was hat dich da gerissen? Ich war gerade davor, alles vorzubereiten und dann machst du den Hai kaputt. Was soll ich denn machen? Also, ein paar Minuten Zeit hättest du uns ja geben können. Vor der Aufnahme, meine ich. Ach, da habe ich doch keine Zeit für. Ich muss dich doch hier alles vorbereiten und alles. Ich habe noch nie Zeit für sowas. Du keine Zeit. Man kommt online und auf einmal gibt es halt 1000 neue Sachen bei uns am Schiff. Gar nicht. Ich habe überhaupt nichts am Schiff gemacht. Ja, diesmal. Auch sonst nicht. Nein. Hallo? Hier ist einfach mal eine Höhle. Nee, doch nicht. Kann man einfach nur durch. Quatsch. Hier ist keine Höhle. Ich quatsch wieder nur Blödsinn. So, mein Haken ist kaputt. Ja, das ist der unvorbereitete Fussel. So.
Du bist auch einer, wenn ein Kunde bei dir was kaufen möchte, dann sagst du auch, nee, kommen Sie bitte in 2 Wochen nochmal wieder. Ich verkaufe Ihnen jetzt gerade gar nichts, weil ich bin nicht vorbereitet. So, ja, genau so sieht's aus. Zu. Und dann sieht er dich auch nie wieder. Richtig. Ihn nie wieder. Dann nämlich woanders hingeht. So. Das ist mir scheißegal.